Es war ja gefragt, einen Grundstein zu machen. Und Thema, das ich zu bearbeiten hatte, war eigentlich Erde, Thema Erde. Und als Erde habe ich mir gedacht, den Grund, also auf dem man steht, die Erde, auf der man steht, wenn man da gerade runterschneidet, kommt ein riesen Block raus. Und auf dieser Erde sind wir eben ziemlich klein. Und insofern habe ich diesen Stein so bearbeitet, dass es aussieht wie eine Landschaft. Und darauf habe ich dann eine kleine Gestalt, einen Menschen gesetzt, der eben in Relation zur Welt sehr klein ist. Und da sieht man auch die Größe der Natur und man ist ja Teil davon. Thema Kunst und Natur ist natürlich ja ein grundlegendes Thema. Wir sind ja, der Mensch ist Teil der Natur, macht Kunst. Und Kunst ist eben ein Produkt von uns, also von Natur. Das kann man gar nicht mal trennen. Eigentlich ist es ganz einfach. Man muss eigentlich die Natur integrieren, das, was man vor sich hat, was man findet. Eben den Findling aus der Gegend, die Formen. Man kann nicht immer alles nur mit dem Kopf durchbrechen und einfach so hinkriegen, wie man es selber vielleicht auch überlegt und sich ausdenkt. Man kann sich auch der Natur anpassen. Das ist vielleicht der bessere Weg. Man kommt doch zu einem Ergebnis. Es gibt schon zwei lebensgroße Skulpturen in der Stiftung. Und jetzt mit dieser dritten dazu, sozusagen mit dieser kleinen Figur, kommt eine weitere Dimension rein. Und zwar bei den lebensgroßen Skulpturen hat man immer ein Gegenüber, der aber räumlich begrenzt ist durch den Raum. Hingegen, wenn man diese kleine Skulptur auf dem Stein sieht, dann öffnet sich diese Dimension der Natur, der Unendlichkeit, auch wenn sie in einem Raum drinnen steht. Die erste Zusammenarbeit entstand eigentlich vor einigen Jahren, als da eine Ausstellung organisiert wurde also ich hatte die Skulpturen und von Alberto Giacometti wurden die Zeichnungen gezeigt. Und seit damals sind wir eigentlich in Verbindung und ich kenne dann diese Stiftung ein bisschen besser und habe einen Einblick auch über die Kunstsammlung und so weiter und die Gedankengänge, die dahinter sind und wie das geführt wird. Der Weg hin zum Ort, der wird ja auch oft vergessen, aber das ist sehr wichtig. Der Weg, da macht man was, um dorthin zu gelangen. Dann ist man auch vielleicht eher bereit oder offener, sich mit dem Ganzen einzulassen und sich das durchzustudieren. Als wenn man da vorbeihuscht und so, ah, da ist eine Ausstellung, da gehen wir mal rein schnell und dann, ah, ist nichts, dann gehen wir weiter, schon vergessen. Nicht? Und sonst ist es eine bewusste Sache, die man da macht. Der nächste bitte.